Porzellan made in Thüringen kennt die Welt seit 250 Jahren. Mitverantwortlich für das moderne und kreative Design ist Laura Strasser. Jetzt mache ich Gips an. Ich war während meines Studiums im Ausland und habe dort angefangen, mit Porzellan zu arbeiten. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich festgestellt, Thüringen ist neben Bayern eigentlich das Bundesland, in dem immer noch sehr viel Porzellan produziert wird. Es gibt sehr viele kleine Manufakturen und größere Hersteller. Und dann habe ich während meines Studiums schon die Nähe gesucht. Erst wenn die Gipsmasse klumpenfrei gerührt ist, kann der nächste Arbeitsschritt folgen. In der Regel ist es so, dass ich entweder einen Entwurf mache, für den ich dann eine Produktion suche. Ja, und das ist sehr häufig bei mir in Thüringen tatsächlich. Oder umgekehrt, dass die Firmen zu mir kommen und sagen, Laura, wir haben das und das Problem, könntest du uns ein paar Designvorschläge machen? Jetzt wird das Gipsmodell in die endgültige Form gebracht. Ganz am Ende benutze ich meistens Nylonstrumpf. Dann ist es danach richtig schön poliert und glänzend. Tja, gewusst wie. Das ist jetzt die letzte Variante und die vergleiche ich jetzt mit den anderen. Und dann entscheide ich mich für das Beste. Ich übertrage jetzt die Maße von der Version, für die ich mich entschieden habe, an Rechner in eine technische Zeichnung und dann geht es damit in Produktion. In den Manufakturen Thüringens dienen Laura Strassers Modelle als Vorlage zur Herstellung des weißen Goldes, des Porzellans aus Thüringen. Und ich könnte natürlich jetzt im Grunde den kompletten Prozess am Computer machen, also ich könnte alles einfach nur zeichnen und 3D modellieren, aber der Unterschied eben zum händischen Arbeiten ist, dass ich eben im Grunde direkt immer gleich überprüfen kann, wie es in der Hand liegt.